Herzlich willkommen. Es gibt ein großartiges Zitat von Peter Drucker zu den Themen des heutigen Tages, nämlich Programmieren, Digitalisierung und Zukunftschancen. Und Peter Drucker sagt, wenn du deine Zukunft voraussagen willst, dann erschaffe sie. Willkommen bei den Burning News. Sie haben immer wieder gesagt, Digitalisierung ist der Impfstoff für unsere Wirtschaft. Wie gut ist denn Österreich im internationalen Vergleich bei der Entwicklung dieses Impfstoffes? Ja, da sind wir in unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr gut und in anderen haben wir Aufholbedarf. Wenn du die Möglichkeit hättest, deine Karriere nochmals zu starten, was würdest du diesmal besser oder anders machen? Boah, ich würde wahrscheinlich nicht in der Modebranche starten. 71 junge Frauen und Männer beginnen ihre Ausbildung beim internationalen Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiß in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hallo. Hallo Ben, servus. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Ich habe in meiner Vorbereitung irgendwo gelesen, dass du genau weißt, was Entwickler brauchen und wollen. Was ist denn das? Also wir machen einmal im Jahr eine Studie. Schulschluss 2020. Was war das für ein verrücktes Schuljahr, die letzten Wochen und Monate in diesem Corona-Jahr? Was bringt uns die Zukunft? Wie können wir uns am besten auf die Zukunft vorbereiten? Welche Rolle spielt Digitalisierung dabei? Und welche Lehrlinge haben die besten Apps programmiert? Und das erste Video kommt jetzt von einem Profisportler. Er kommt aus Südtirol und hat auf YouTube, auf Instagram und auf vielen anderen sozialen Medien Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Er hat sich sein Bike geschnappt und hat für euch ein cooles Video produziert. Hier ist Fabio Wiebner. Servus, was geht? Und unser nächster Programmpunkt, das ist nicht nur irgendeine weitere Podiumsdiskussion. Wir haben euch um eure Meinung und eure Fragen gefragt, was euch so interessiert. Und dazu haben wir hochkarätige Experten eingeladen und es freut mich, dass sie alle gekommen sind. Es schauen ganz, ganz viele junge Menschen zu. Entweder sie sitzen im Büro, sie sitzen in der Schule, in Workshops oder zu Hause. Und die nächste Videobotschaft kommt von einer Dame, die sich von Berufswegen auch ziemlich gut mit Wirtschaft auskennen muss. Und ich freue mich sehr, jetzt die General Managerin von Microsoft Österreich begrüßen zu dürfen, Frau Dorothee Ritz. Hallo. Guten Morgen, könnt ihr mich hören? Wir hören Sie sehr gut, hallo. Ich verlasse mich darauf, dass ihr da richtig reinhaut. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Dorothee Ritz, General Managerin von Microsoft Österreich.